Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster im Karrieremodus. Wir knabbern immer noch an den beiden Zielen und das wird sich hier wahrscheinlich in Zukunft auch nicht groß ändern. Ich bin nämlich einfach schlecht darin, Finanzen hier zu regeln. So, was mir aber aufgefallen ist, diese Warteschlange ist wahrscheinlich sehr langweilig. Ja, peppen wir die heute doch mal auf. Irgendwas müssen wir ja tun. Das ist auch nicht wirklich eine vernünftige hier Zickzack-Linie. Ich könnte hier jetzt Panik verbreiten. Ich verbreite hier jetzt Panik. Passt auf. Ich möchte diesen Weg umgestalten. Was haben wir denn da genommen? Die Steine. Dann bräuchte ich bitte 4 Meter. Und tschüss. Nein, ich möchte hier ein Gebäude bauen. Da. Oh. Das habe ich nicht bedacht. Ha! Drücken wir auf Play, hoffen, dass wir Geld reinkriegen. Ja, Shit aber auch. Das war eine gute Einnahmequelle, die ich mir gerade kaputt gemacht habe. Das ist. Es geht gut los. Schlau. Wirklich. Schlau. Ich bin selbst von mir mal wieder begeistert. So. Dann müssen wir mal eben warten, bis das Geld wieder so weit ist, dass wir den Weg hier vollenden können. Aber vielleicht gehen die dann jetzt alle in die Achterbahn, wenn sie hier nicht mitfahren können. Wäre eine Idee, ne? Ja, Geld, bitte steigen. Das sieht gut aus. Ja. Ja, wir bewegen uns in einen Plusbereich. Sehr schön. So. Da sind wir wieder im Minus, aber wir können das jetzt hier verbinden. Das reicht mir schon. Sehr schön. Damit ist die Bahn wieder eröffnet und wir können jetzt hier ein Gebäude drum setzen. Wenn das Geld uns das zulässt, natürlich. Ich möchte hier aber dann mit einer Art Boden anfangen. Was nehmen wir da als Boden? Das könnte interessant werden. Oder haben wir was Neutraleres, ne? Vielleicht. So, dass das gerade so. So. Dann wird das Gebäude. Das passt von der Höhe sehr gut. So, dann gucken wir mal, was wir da drumherum bauen. Was bauen wir da jetzt drumherum? Eine kleine Holzhütte fände ich ganz cool. Dass wir halt so, ne, im Wald sind. Was haben wir denn da hier Schönes? Du bist Ziegel, das ist kein Holz. Hier haben wir die Holzsachen. Ja. Vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir hier Fenster hin. Hinten vielleicht. Oder hier an der Seite noch ein Fenster. Oder nee, 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 nee. Eher hier hin das Fenster. Zur Bahn raus. So. Und dann brauchen wir jetzt natürlich die Wände noch. Jetzt muss ich nur finden. Ihr seid das, ne? Ja. Da kommt die Tür hin. So.
Die Tür. Du das, du bist das. Okay. Jetzt müssen wir natürlich hier dann... Wir gehen dadurch, dann könnten wir hier nochmal dicht machen. Dass man im Prinzip hier einen Raum hat und hier nochmal so einen Gang. Warum auch immer. Fragt mich nicht. Und hier können wir jetzt noch was zwischenbauen. Da habe ich doch eben noch gesehen. Genau, hier sowas. Müssen wir dann aber hier ansetzen. Aber das ist ja kein Problem an sich. Brauchen wir nur... Bitte lass es das geben. Oh Gott, wo sind sie? Auch teilweise unsortiert und unübersichtlich hier, ne? Bist du das? Du bist das. So. Eine kleine Zwischenwand. Sehr schön. Hier in die Ecke könnte man noch Deko reinmachen. Wir können auch innen irgendwie Möbel. Ja, Möbel weiß ich jetzt nicht so. Was könnte man denn dekomäßig da jetzt noch reinbauen? Beleuchtung auf jeden Fall. Hier Grünzeug außen dran finde ich auch noch sehr hübsch. So. Können wir machen. Dann haben wir hier vielleicht noch so. Ja, die Fackeln, das passt aber nicht so wirklich. Gucken wir mal bitte nur auf Lampen. Das ist zu magisch. Das ist zu burgmäßig. Sehr orientalisch. Die finde ich natürlich auch schön, ist aber auch sehr magisch. Wir haben nicht so wirklich was, was hier reinpasst, ne? Ja, nehmen wir das, würde ich sagen. Ist auch nicht optimal, aber besser als nix. Flagge macht jetzt keinen Sinn, irgendwas Diverses. Wir haben halt nicht so viel Deko, das ist das Problem. Bräuchte viel mehr Deko. Ladenverkleidung macht ja auch nicht den Sinn. Bei Szenerie vielleicht noch irgendwas. Requisit. Hey, das ist auch alles nicht so, wo man sich denkt, nee. Statuen und Monumente haben wir, glaube ich, jetzt auch nichts, was da passen könnte. Ja, der geht natürlich eigentlich immer, aber hier passt der nicht so rein. Ein paar Vasen in die Ecke. Leuchtung haben wir. Torbogen macht hier auch keinen Sinn. Schilder machen hier keinen Sinn. Zaun macht keinen Sinn. Zielscheiben machen keinen Sinn. Fahrzeuge auch eher weniger. Diverses. Diverses enttäuscht mich bitte nicht. Wir könnten hier natürlich noch Blumenkästen anbringen. Das geht. Wir haben noch ein sehr großes Bücherregal, aber die könnte man natürlich hier an die Wand setzen.
würde natürlich gehen. So zwei Stück oder so. Ja, wobei... Die müssten wir noch ein Stück nach vorne ziehen. So. Ja. Was ist das? Burggeröll. Ne, den brauchen wir ja auch nicht. Bogenschießstand. Theoretisch hier so vorne. Der Mensch, ja, wobei, ne, es macht auch nicht Sinn. Hier macht keinen Sinn. Champagner. Hm? Ein Schaufelbagger. Plastikärzchen. Kacke. Ein Kakao. Mm. Bestimmt auch sehr gut. Edelsteine, aber die machen da jetzt auch nicht so den Sinn drin. Süßigkeit auch nicht. Eine Feuerschale. Auch schwer zu integrieren. Kisten. Kisten sind noch interessant. Könnte man hier in die Ecke stellen. Was haben wir hier noch für welche? Der ist ein bisschen groß. Die ist ein bisschen kleiner. Ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bogene Eisenbahnschiene. Alles klar. Geister fallen wieder. Also von dem Ghostbusters-Ding. Grabhügel. Die Krone. Oh, die ist aber sehr groß. Haben wir noch ein Bücherregal? Vorhänge. Aber so die Halloween-Sachen hier, ne? Die Grusel. Ein Schränkchen hätten wir hier noch. Das finde ich nicht so schlecht. Ja. Auf dem Schränkchen. Was könnten wir denn da noch draufpacken? Ein Buch. Da liegt halt ein Buch rum. Ofen wäre hier natürlich auch noch schön drin. Den könnte man hier in die Ecke stellen. Fass. Ist hier auch noch zu. Das sieht natürlich auch sehr schick aus. Kann man das hier noch integrieren? Wir brauchen halt irgendwie noch ein bisschen Deko. In dieser Räumlichkeit. So. Dann gab es hier doch auch einen Tisch und Stühle, ne? Genau, wie so ein kleiner Tisch. Und da vielleicht Stuhl noch in die Ecke. Ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll hier ist, was ich mache, aber ja, ne? Hier. Oh, der ich sehe gerade, der schwebt. Mhm. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Ja. Haben wir noch was hier in so eine Hütte passt? Nee, ne? Doch hier sowas.
bisschen arg groß. Könnt da noch hin. Mach damit das ein bisschen belebter aussieht. Weidenkorb. Nein, könnte man vielleicht vorne vor die Tür stellen. Ja, hier bei Kürenhelm. Alles klar. Ein Zeitungsautomaten. Warum nicht? Gut. Da würde ich die Hütte von innen so lassen. Jetzt machen wir ein Dach da drauf. Und dann haben wir da doch schon mal ein bisschen Szenerie drumherum gemacht. Dann können wir noch Zäunchen bauen. Um das ein bisschen abzugrenzen. Dann haben wir ein Holzbalkendach. Holzschindel. Oder wir machen Stroh. Haben wir Strohdach? Nee, ne? Doch hier. So. Entweder das oder nee, dann eher das. Oder haben wir irgendwie da einen aufeinandergesetzt oder einfach einen vergessen? Ich habe einen vergessen zu setzen. Schon wieder? Hallo? Jetzt. Jetzt haben wir es. Gut, jetzt müssen wir hier die Wände noch wieder zuziehen. Sagt eigentlich... Ah, das Geld sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, ich hatte irgendwie noch nicht so das Gefühl, in die Miete zu gehen. Das hat mich gerade ein bisschen beunruhigt, aber das Geld sieht gut aus. Okay, seid ihr das oder seid ihr zu schräg? Nee, ihr seid gut, ne? So, auf dieser Seite. Und machen die dann Sinn? Hm, nicht ganz, ne? Nehmen wir denn irgendwo das halbe davon? Das wäre jetzt wichtig. Hier. Aber das ist zu klein. Dann müssen wir da noch so und so und so einen kleinen Schlitz drauf machen. Den hier. So. Wie können wir jetzt das Dach hier vorne noch optimieren? Das sieht ja noch nicht gut aus. Ist das hierbei? Nein. Nein. Ja, vielleicht? Ja, doch. So. Sehr schön. Können wir jetzt hier vorne noch was machen? Okay, das ist sehr groß. Das ist sehr klein. Ein rundes Bemömpelchen. Das würde halt vielleicht gehen, ne? Aber irgendwie sieht das auch komisch aus. Nee, das ist... Nee. Das ist nicht das, was ich mir da vorstelle. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das so. Wo es am Ende ganz kacke aussieht. Okay, dann haben wir hier noch eine kleine Hütte gebaut. Sehr schön. Und da bauen wir jetzt noch einen Zaun drum. Der das Ganze hier so ein bisschen abgrenzt. So ein klappriger Holzzaun. Ja.
Der passt da doch sehr gut zu. Das ist aber ein komisches Plönkgeräusch, ne? So, und jetzt noch die Lücke schließen. Sehr schön. Und dann müssen wir hier noch eine Begrenzung zum Ausgang schaffen. Ja, ohne dass der da drauf nach oben glitscht. Okay, müssen wir vielleicht doch mit X arbeiten. Hier noch rum. Ah, noch ein bisschen mehr drehen. So. Passt schon so. Ja, jetzt rumfummeln, ne? Um diesen Weg. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich dunkel, danke schön. Gehen wir noch hier rüber. Und dann würde ich das von hier so belassen. Was sagt denn jetzt die Warteschlangenbewertung? 95%. Ja, läuft doch, oder? Läuft. Sehr schön. Lassen wir erstmal so. Wir können hier natürlich noch Blümchen, Büsche. Ja, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Dann haben wir das da relativ abgeschlossen, würde ich sagen. Ein bisschen Gemüse hier am Boden. Vielleicht so um den Baum rum. Hier noch ein kleinerer bei. Ja, der. Hier noch Busch hinsetzen. Hier auch. So. So, dann haben wir hier vielleicht noch ein paar Blumen. Also blühenden Busch. Das ist doch. Doch gar nicht schlecht. Ist doch gar nicht so schlecht, was wir hier machen. Da sind vielleicht noch ein paar Tulpen. Oh. Nee, die sehen kacke aus. Die Tulpen sehen kacke aus. Machen wir lieber hier noch was Buschiges hin. So. Okay, damit haben wir hier den Weg gestaltet. Sehr schön. Haben wir das schon mal fertig.
Gut, würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir haben jetzt hier eine kleine Hütte stehen. Die Warteschlangenbewertung bei dem Fahrgeschäft ist toppi. Die hier, ja, ist auch im grünen Bereich, reicht uns. Und ja, dann gucken wir in der nächsten Folge, ob wir ein neues Fahrgeschäft bauen. Unser Geld sieht aktuell ja sehr gut aus. Ich glaube zwar nicht, dass es für unseren Profit hier reicht. Nee, nicht wirklich, aber die Parkbewertung steigt. Das ist auch schon mal sehr gut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und bis dahin. Tschüsselü!